Tarkov ist ein ziemlich komplexes Game. Darum gibt's die Babyhands-Reihe. Klingt weird, aber die Idee dieser Reihe ist im Grunde, dass wir zusammen durch den Wipe gehen und alles Schritt für Schritt erklärt und gezeigt wird, sodass ihr das optimalerweise nachspielen könnt und Tarkov so kennenlernt, im Grunde Learning by Doing. Einzige Voraussetzung, die ganz, ganz grundlegenden Basics sind im grundlegenden Basics Guide. Es hilft also, den gesehen zu haben für die restlichen Teile. Und ansonsten, jeden Freitag kommt ein neuer Teil von der Babyreihe und jeden Freitagabend könnt ihr das live auf Twitch verfolgen. Gerade wenn ihr Fragen habt, ist dort der beste Ort. Viel Spaß. Easy. Wir fangen an. Baby Hans. Season 3. Wie spielt man Tarkov? Das erste, bevor man das Game startet. Serverauswahl. Ich würde empfehlen, wenn ihr ein bisschen ruhigere Server haben wollt, dass ihr euch heute überlegt, wo ist gerade nicht so viel los, ne? Wenn ihr relativ früh spielt, ist wahrscheinlich im Bereich Spanien nicht mehr so viel los, wegen Zeitverschiebung. Wenn ihr eher spät spielt, ist wahrscheinlich im Osten nicht so viel los. Müsst ihr ein bisschen überlegen, nehmt euch die Server, je nachdem, was ihr für ein Ziel habt, wählt ihr da an und aus. Dann, ich habe das Game auf Englisch, aber dass ihr Bescheid wisst, weil alle Wikis und so weiter sind primär besser gepflegt auf Englisch. Entsprechend würde ich empfehlen, ihr spielt das Spiel auf Englisch. Namen, wie ihr wollt. Vielleicht nichts Cringes wie irgendwie XX Sniper Pro 69 XX, aber ich überlasse das euch. Dann die zwei Fraktionen ist immer ein großes Thema. Ich habe ein ganzes Video dazu auf dem Channel. In kurz, USEC. Weil der einzige Unterschied ist das Gear und zwei Missionen. Aber als Bär kriegt ihr auf Lighthouse hart aufs Maul, weil die Rogues euch sofort angreifen. Wenn die euch sehen, die mögen euch nämlich überhaupt nicht. Als User könnt ihr da einfach dran vorbeispazieren. Es soll auf Streets mal eine Expansion geben, dass dann auch effektiv USECs angegriffen werden. Das ist aktuell nicht im Game. Das wird irgendwann kommen, aber bis das kommt, ist USEC einfach die bessere Fraktion. Ja gut, okay, ich muss einen Nachteil muss ich ansprechen. Und zwar die Bears haben den Danilov. Und das ist absolutes Babyface. Den ganzen letzten Wipe mit dem gespielt. Das sieht einfach so gut aus. So ein krasser Soldat und dann. Aber geil. Wir nehmen USEC. Jo, nehmt euch halt ein Gesicht, was ihr mögt, eine Stimme, die ihr mögt. No one's left behind. Yeah, sure. Ja, ja. Passt, der brennt. Der Bre. Okay. Wir gucken uns zuerst den Stash an und die Presets. Also. Stash und Tarkov, ne? Da bringt ihr die Sachen nach Hause. Jetzt. Könnt ihr natürlich vom Stash Dinge ausrüsten. Jetzt für den Anfang, wenn ihr neu im Game seid, rechnet einfach damit, dass ihr öfter mal sterbt. Deswegen verliebt euch gar nicht erst in die Sachen hier. Gibt es auch ein Video zu, Gear 4. Wo im Grunde das Thema angesprochen wird, was man tun kann, wenn man sich ein bisschen zu sehr in die Sachen hier drin verliebt. Weil im Endeffekt, das sollt ihr benutzen, um halt weiterzukommen im Game. Ihr sollt euch nicht in die Sachen hier drin verlieben. Wenn ihr eine schöne Waffe findet, verkaufen oder spielen ist die Devise. Ne? Also rüstet euch aus, mit was ihr glaubt. Generell, was ich empfehlen würde, ich mach kurz Webcam weg. Ja, Moment, das war der falsche Knopf. So. Irgendeine Waffe. Ich würde immer eine Rüstung mitnehmen, sei es eine Packer, weil selbst eine Zweierweste schützt euch vor Shotgun Pellets, weil Shotgun Pellets haben keine Penetration. Also heißt, eine Packer schützt euch vor Shotgun und Scavs haben viele Shotguns. Also ich würde immer mindestens eine Packer mitnehmen. Gibt es auch ein Video dazu auf dem Channel, by the way, wenn ihr das in mehr Detail sehen wollt, was die Armor-Klasse und so genau bedeutet. Dann würde ich auf jeden Fall ein Headset, das ist wahrscheinlich das wichtigste Item in Tarkov. Tarkov ist so soundlastig. Nummer 1, das Ding hier. Wichtig. Ihr wollt hören, weil das Headset verbessert die Reichweite, wie weit ihr hören könnt in dem Game. Also Headset ist Pflicht. Welches ist Geschmackssache? Und eine Waffe. Also das sind so, ich würde halt immer Headset, irgendeine Minirüstung und eine Waffe. Das sind so die drei Grundpfeiler, die ich empfehlen würde. Der Rest ist optional. Wie ihr möchtet. So. Genau. Dann kurz zu ein paar Shortcuts, die euch das Leben so viel einfacher machen. Control halten und Linksklick ist in den Stash schieben. Okay. Das ist hier rumschieben. Zwischen Stash und eurem Rucksack. Wenn ihr Alt-Linksklick drückt, rüstet ihr das Item aus, also auch eine Waffe. Control-Linksklick in den Stash. Alt-Linksklick ausrüsten.
Ne? Das macht euch das Leben ein bisschen einfacher. So. Wie ich immer spiele, ich nehme immer 2 Mags mit und einen Stack Ammo. Je nachdem, wie wertvoll er ist, packen wir den in den Pouch. Dann kommt das nächste Thema, der Pouch. Dieser Container hier ist das einzige, was ihr nicht verliert beim Tod. Abgesehen vom Messer. Das ist ein bisschen speziell. Aber Pouch überlebt alles. Also wenn ihr sterbt, verliert ihr alles, was ihr dabei habt, außer die Items hier drin. Heißt, ihr wollt die wertvollsten Sachen hier reinmachen. Wie zum Beispiel Ammo in unserem Fall, weil die können wir nicht wieder kaufen. Diese Start-Ammo, die habt ihr hier nur einmal. Wir können nur schlechtere Ammo kaufen. Gucken uns gleich an, wie wir navigieren. So. Brauchen wir eine Sorte Art von Heal? Da kommt das. Es sind viele Themen auf einmal. Ich mache Timestamps unten rein, weil das ist heavy. Das ist echt heavy. Die verschiedenen Verletzungen und wie man sie heilen kann in Tarkov wurde im Basic Start Guide erläutert. Deswegen eben, wenn ihr noch nicht gesehen habt, würde ich dringend empfehlen. Link in der Beschreibung. PMC und Scav. Eben, Scav ist auch behandelt worden in einem Starter Guide. Im Grunde benutzt den einfach, um Geld zu machen oder Items zu finden, die ihr einfach nicht kriegt auf eurem PMC oder die an Orten sind, wo ihr nicht hinwollt als PMC. Das ist einfach, dann kriegt ihr for free alle 20 Minuten oder so. Je nachdem, wie gut euer Scav-Karma ist, also die Rap by Fans hier. Je nachdem, wie gut die ist, je höher die ist, desto schneller der Cooldown. Und ehrlich gesagt, ich denke, das ist auch, was wir als erstes machen. Ich zeige nämlich ganz kurz, wie ich extrem gerne scabbe für Geld. Bevor wir weitermachen und Hideout angucken. Easy. Keine Gear für Race. Na, guck mal. Oder schreit jemand. Also, der Grund, warum ich gerne Factory scabbe. Ja, gut, da haben wir schon den ersten Grund. Also, ihr seid extrem schnell drin. Loading-Zeit ist wahrscheinlich die kürzeste von allen. Ihr seht, wie viel euer Scav wert ist hier direkt im Overall. Der ist jetzt 200.000 wert. Das sind 200.000 Rubel, wenn wir jetzt direkt zum Exit rennen. Einfach so. Die wir geschenkt kriegen. Und auf Factory gibt es mittlerweile, gerade in dem Patch jetzt, durch den Dynamic Loot, extrem viele Boxen. Aber jetzt in unserem Fall ist noch was drin. Yeah. Ja, wir versuchen einfach keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ich versuche hier Sneaky Beaky zu looten. Es gibt noch eine Änderung mit Defense. Einen Fans-Direktverkauf. Gucken wir gleich an. In kurz. Lootet einfach alles. Yep, PMC. Habe ich jetzt so gerade keinen Bock drauf? Aua. Das. Okay, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen looten, aber wenn dann PMC auf Krawall aus ist, gehen wir direkt raus. Weil wir brauchen Geld. So. Das macht also Factory, ist genau, was ich mache. Ich gehe rein, ich loote alles, was da ist und gehe raus. Also super schnell, super viel Geld. Jetzt. Es kommt eben diese neue Funktion mit dem alles verkaufen hier unten. Nehmt raus, was ihr braucht und den Rest lasst ihr einfach da in dem Menü drinnen. Zum Beispiel ein Rig ist ganz angenehm, der Rucksack ist ganz angenehm. Die Labski-Karte auf jeden Fall raus, die ist extrem viel wert. Und den Rest ist mir ehrlich gesagt egal. Das Sell All hat einen Nachteil. Wenn ihr hier rüber verkauft, wir kriegen jetzt 60.000 Rubel. Und wie ihr euch denken könnt, das scheint ein bisschen wenig für das, was da ist. Ihr kriegt tatsächlich weniger Geld, weil das geht an Fans. Dafür ist es halt bequem. Und für mich ist der Scav halt etwas, was man einfach schnell durchklicken soll. So, you know. Das ist so für mich persönlich. Das ist auch die Empfehlung an neue Spieler. Ihr wollt so viel mit eurem PMC spielen wie möglich. Deswegen empfehle ich euch Scav-Runden einfach zack durchballern. Zack in den PMC rein. Aus zwei Gründen. Das erste, wenn ihr Scav spielt, levelt ihr euren PMC 0. Euer PMC bleibt komplett auf Halt. Die Skills werden nicht besser vom PMC, das Level nicht, nichts. Und euer PMC hat einen Haufen Skills, die euch helfen. Und wenn ihr nicht viel PMC spielt, kriegt ihr nicht viel Level da drauf. Deswegen, ich würde so wenig scaffen wie möglich. Der zweite Grund, wenn ihr PMC spielt, lernt ihr das Game besser. Scaven ist so ruhig mittlerweile mit dem Scav-Karma, weil Scav schießen sich
nicht über den Haufen gegenseitig. Heißt, es ist wie einen gemütlichen Looting-Simulator. Da lernt ihr nicht viel. Deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung, wenn ihr Geld braucht, immer wenn der Scav ready ist hier, wenn der Cooldown weg ist, kurz auf Factory, durchrennen, Exit, nehmen, was ihr habt oder was ihr braucht, Rest verkaufen, weiter geht's. So macht ihr das Beste aus eurer Zeit. Und der hier hat sogar den Adapter, den wir brauchen. Okay, wir haben ein bisschen Glück. Das zu dem. Also, das war der Scav. Wichtiges Thema hier. Dann Hideout. Euer Hideout gibt euch einfach Bonis oder lässt euch Sachen craften, auch später für Missionen. Deswegen, das wollt ihr tatsächlich upgraden. Dafür braucht ihr aber neben Geld, bei dem hier, auch bei den anderen Sachen eben. Das wurde in einem Starter Guide auch alles gezeigt. Ihr braucht halt Items, die suchen wir dann nach und nach. Hat keine Eile gerade. Easy. Dann gucken wir Missions an. Die Trader mit den Action da haben Missionen. Oder Tasks. Wie zum Beispiel Debüt. 5 Scavs. Das ist die KI. Kein Problem. Und 2 MP-Shotguns. Kommt gleich dazu. Und nebenbei suchen wir 3 Salevers. Found in Raid. Heißt, ihr müsst damit extracten, dürft nicht sterben. Sonst ist nicht mehr Found in Raid. Und bei Debüt gibt es 2 Möglichkeiten, in die Shotgun ranzukommen. Finden. In Raid. Irgendwo. Oder wir schalten Jäger frei. Den da. Dann können wir es kaufen. Das kann man aber erst mit Level 2 machen. Und im letzten Baby habe ich ja gesagt, man kann einfach Items entdecken und kommt so Level 2. Das geht leider nicht mehr, weil wie ihr seht, es sind nur noch sehr, sehr wenige Items, die man entdecken muss. Und dafür kriegt man EP. Dafür kriegt man jetzt übelst viel. Jetzt, ihr seht 100 pro Item und wir brauchen 670 EP. Jetzt könnt ihr theoretisch hier bei Fans sitzen und aber die ganze Zeit refreshen und hoffen, dass wir jetzt noch 7 Items kriegen, die man entdecken kann und so Level 2 erreicht. Ich meine, ist eine Möglichkeit. Ich würde es nicht empfehlen, weil, ja, eventuell sitzt ihr da lange und dann klappt es trotzdem nicht, aber man könnte probieren, so Level 2 zu kriegen. Aber wir gehen jetzt einfach in Raid rein und gucken uns kurz die Maps an. Also, ganz kurz die Maps. Factory, Close Range PvP, wenig Spieler, kleine Map. Customs, denke beste Anfänger-Map, sehr, sehr einfach zu lernen. Oder für mich war es damals am einfachsten, die Map zu lernen. Problem, pures PvP. Ich zeige aber noch, wie man damit umgehen kann. Interchange. Müsst ihr die Helligkeit auf eurem Monitor ein bisschen hochdrehen, ist nämlich eine dunkle Map. Findet man extrem viele gute Items fürs Hideout, aber wird auch ziemlich ekelhaft gespielt teilweise. Also die Spieler sitzen dann überall in dunklen Ecken, aber gucken wir auch, wie wir das machen können. Streets gucken wir am Anfang nicht an, gerade weil die Performance für viele Leute echt schwierig ist. Ist eine harte Map. Woods zum Snipen im Grunde ist ein Wald. Aber auch wichtig für Missionen und viele gute Items. Aber eben, wir schauen uns alles an. Reserve ist eine verlassene Militäranlage. Richtig, richtig geile Map. Aber extrem schwierige Exits am Anfang. Aber schauen wir auch an. Lighthouse. Sniper Heaven. Sniper Heaven ist einfach am Strand entlang so. Aber es gibt ein paar Villen, die haben extrem guten Loot. Gerade so High Valuable Military Electronics. Und so weiter. Und Shoreline. Meine persönliche Lieblingsmap ist wie Woods. Also ist im Grunde sehr offene Fläche, viele Sniper, aber in der Mitte ist ein Gebäude, was viel Loot hat und da prügeln sich alle High-Level dicken Boys mit gutem Gear. Jo. Und Labs. Eigentlich eine coole Map. Nur leider sind da gerne Cheater drauf. Ist wie es ist, ich rede hier nichts schön. Labs ist eine coole Map, gerade zum Farmen. Viele Raider, sehr, sehr starke KI, aber leider auch immer wieder Cheater. Ist halt einfach, wie es ist. So, das heißt für den ersten Raid. Was schauen wir uns an? Ich denke, einfach nur um Level zu machen, fangen wir doch an mit Customs. Ich glaube, da kann man so ein bisschen alles zeigen. Ah ja, genau, zu den Maps noch. Die ersten paar Tools, die ihr brauchen wollt. Das eine, Map Genie. So eine, Link wird in der Beschreibung sein, so ein gutes Tool. Ihr habt alle Maps von Tarkov da drauf, zum Beispiel Customs, wo wir jetzt raufgehen.
Und ich will euch kurz zeigen, wie ihr das benutzt. So, das hier ist die Map und ihr habt links Filter. Könnt mal alles verstecken hier. Und dann sagen wir, wir suchen ja aktuell einen Salever. Ne, suchen wir ja nebenbei, das heißt, wir sind interessiert an Mets. Und jetzt sehen wir, hier haben wir Mets, hier, in einem Gebäude hier, dem Gebäude hier, dem Gebäude hier. Hier auch, da auch, da auch. So, jetzt sehen wir, das könnte für uns interessant sein. Zum Beispiel, oder wo kann der Boss spawnen? Wo können Scavs sein? Zum Beispiel. Wo kann andere PMCs spawnen? Ja, ihr seht schon, Map Genie ist so gut. Nicht alle Maps sind gratis. Ihr seht hier, ein paar sind VIP. Aber das sind Reserve, Lighthouse und Streets. Das ist als Anfänger E-Wayne. Alle anderen sind komplett gratis. Also dieses Tool, Jock Chuzel, 10 von 10. Würde ich empfehlen. Na, unbedingt. Werden wir auch viel benutzen. Ich werde euch zeigen, wie man es dann benutzt im Raid. Dass wir daraus lernen können. Nächstes Tool, was ich empfehlen würde für komplette Anfänger, ist Tarkov Tracker. Hierbei, im Grunde, es hilft euch einfach ein bisschen, die Übersicht zu behalten. Wir haben zum Beispiel Aufgaben. Aktuell haben wir Debüt und Shortage, eben drei Salevers. Das Coole ist, dass wir im Grunde eine Map haben und dann sagen wir, okay, ich gehe auf Customs, wo sind meine Missions-Item? Und jetzt sehen wir hier direkt, wo ich welches Item finde auf der Map mit der Mission, die ich aktuell aktiv habe. Super angenehm. Super angenehm, das Tool. Also es ist ein bisschen natürlich ein Aufwand, weil ihr müsst halt eure Mission tracken, was ja blöd ist, ne? Bisschen mehr Aufwand. Kann aber auch extrem helfen wegen genau dem hier. Wenn ihr nicht wisst, wo die Sachen sind, die werden dann hier jeweils halt angezeigt, wo ihr hin müsst. Das ist halt super angenehm. Das ist ein Tool, das ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, so für einen Wipe. Ja, ich denke, nee, wir belassen es bei den zwei Tools. Es gibt noch viel mehr, aber es wird zu viel irgendwann. Die zwei Tools, die Map und den Tracker, am Anfang super. Und wir schauen uns jetzt Customs an. Thema Versicherung. Ich versichere immer alles, was ich wieder haben will. Ein Hut und eine Maske ist mir Wayne, aber Headset und so hätte ich gerne wieder. Die Sachen kommen überraschend oft zurück. Weil sie müssen, damit sie zurückkommen, müssen sie nur irgendwo auf der Map liegen, wenn der Timer auf 0 geht. Wenn euer Gear durch einen Scav getragen wird oder durch einen Spieler extracted wird, kriegt ihr es nicht wieder. Aber wenn es irgendwo am Boden liegt, kriegt ihr es wieder. Ich würde immer versichern. Ist egal bei wem, Brapo oder Therapist. Brapo ist günstiger. Kleiner Einschub vom Studio Hans. Wenn euch die Reihe gefällt oder weiterhilft, dann haut doch den Daumen nach oben. Das hilft mir, hilft dem Video und hilft anderen, das Video zu finden. Danke dafür. Show! Also, jetzt, wenn das euer allererster Raid ist, was ich euch halt empfehlen würde, ist... Na gut, ihr müsst euch wahrscheinlich ein bisschen orientieren, ne? Guckt ein bisschen rum. So, wo zur Hölle bin ich? Okay. Dann gehen wir irgendwo in eine Ecke, wo wir nicht direkt erschossen werden. Öffnen Map Genie. Und überlegen uns, wo zur Hölle bin ich? Wir sind jetzt in Hebenfalle, hier unten. Und dann überlegen wir uns, welche Infos sind denn aktuell wichtig? Spawns wären wichtig. Guck mal. Da sind wir gespawnt. Nächster Spawn ist hier. Und einer ist hier. Der da oben wird noch ein Problem. So. Also, drei Spawns gehen uns wahrscheinlich demnächst auf die Nerven. Oder könnten. Weil alle anderen gehen tendenziell immer in die Mitte der Map. Warum sollte man an den Rand gehen? Jetzt überlegen wir uns, was denn clever? Laufen wir hier hin und kriegen eventuell von dem direkten Rücken geschossen oder von dem oder von dem? Nee, nicht so clever, ne? Also sagen wir doch, na, ich gehe mal hier raus. Da ist der Einzige, der ein Problem werden könnte, vielleicht der. Da haben wir ein Problem. Ne? Also das ist, wie ihr die Tools am Anfang einsetzen könnt, um ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln. Oh. Das ist schon der erste Spieler. Dem wir jetzt gepflegt ins Gesicht schießen. So. Okay, das ist gerade herrlich. Das ist so ein schönes Beispiel. Das ist so ein schönes Beispiel. Das war genau der Spieler, der ist hier durchgerannt, hat hier irgendeinen Scav gefightet, ist hier weitergerannt, wollte den Stash looten. Und hätten wir das gemacht, was ich meinte, mit hier hintergehen, hätten wir dann auch for free gekillt. Das ist so viel wert, diese Überlegung am Anfang. Sorry, das war die KI.
Also am Anfang, das Beste, was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein bisschen unsicher seid, ist einfach mal 5 Minuten warten. Also geht irgendwo hin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Wir sind jetzt in einer ruhigeren Ecke. Wir sind am Rand der Map. Wie man sieht, dahinter geht es nicht weiter. Wenn wir hier jetzt ein bisschen chillen, ist es unwahrscheinlich, dass wir irgendwo erwischt werden. In einer blöden Situation. Ne? Weil in der Regel gehen die Leute in Richtung Mitte der Map, fighten da ihre ersten Fights gegen andere Spieler. Also wir haben dann im Endeffekt ein bisschen ruhiger in unserer Ecke und haben Zeit zu looten und am Ende einen ruhigeren Raid. Das ist die Empfehlung. Also überlegt euch, wo ihr seid. Überlegt euch, wo die anderen Spawns sind oder guckt nach. Überlegt euch, was Sinn macht. Und entsprechend handeln. Und eben chillen. Einfach chillen. Erst 5 Minuten chillen. Eben wieder Alt-Klick zum Ausrüsten. Der Schuss ging nicht auf mich. Wo ist der Klang? Versicherungsbetrug. Gucken wir uns auch gleich an, weil wir schon erst einen Spieler gekillt haben. So, was wir jetzt machen. Wir nehmen ganz kurz seine Rüstung. Packen unseren Rucksack in seinen. Gehen nochmal da in unsere Ecke rein. So. Ein bisschen dunkel. Man sieht im Stream wahrscheinlich nicht allzu viel. Aber ja. Ist ja auch die Idee. Was wir jetzt machen. Unser Rucksack ist versichert. Heißt, wenn der liegen bleibt, kriegen wir den wieder. Also schmeißen wir den weg. Jetzt habe ich ihn leider ein bisschen zu weit geschmissen. Okay, hier ist er. Versuchen mit Control-Linksklick kurz alles in den Rucksack nehmen. Unsere Weste schmeißen wir auch weg. Ich habe das auf V gebindet, by the way. Darum geht das so schnell. Ihr könnt es bei Delete funktioniert es genau gleich. Standardmäßig ist auf Delete. So, und seine Weste nehmen wir auch, weil das ist eine mit Rüstung, Stufe 4 sogar. So. Jetzt. Ich denke, unsere M4 brauchen wir auch nicht mehr, den Raid. Was wir machen können, ist noch die Ammo rausnehmen, weil wir die nicht wieder haben. Dann schmeißen wir die Ammo auch noch weg und spielen seine Waffe. Da kriegen wir alles mit der Versicherung wieder, selbst wenn wir sterben. Ist also ist im Grunde ein gratis Raid im Endeffekt. So. Jetzt spielen wir seine AK. Super. Heißt, der restliche Raid für uns ist absolut for free. Jetzt ist ein bisschen schwierig. Mit der Zeit wisst ihr, welche Items wichtig sind. Ich weiß jetzt, dass der hier wichtig ist für den Generator. Deswegen packe ich den in meinen Pouch. Und ich weiß auch, dass ein TP-Block viel Geld wert ist. Und das Stocktag auch. Das kommt mit der Zeit. Das erwartet am Anfang keiner. Da. Perfekt. Hat sogar Pipi. Das ist eine richtig gute Ammo. 5 Minuten sind vergangen. Heißt, hier wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Heißt, wir gucken jetzt in den Stash, den der Mann da anschauen wollte. Er hat nicht so der Wahnsinn, was da drin ist, aber Mauer. Ah, noch ganz kurz. Wenn ihr 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter drückt, könnt ihr das binden. Dann könnt ihr es oben auswählen, wie ihr seht. Das erscheint dann ganz oben zum Benutzen. Das Shortcut. Das, was ich noch erwähnen will. Looten am Anfang hat Vor- und Nachteile. Ich loote zum Beispiel sehr, sehr selektiv am Anfang und großzügig am Ende. Die Idee dahinter ist, wenn ich meinen Rucksack fülle am Anfang und dann über die ganze Map renne zum Exit, dann bringe ich potenziell irgendeinem Spieler, der mich unterwegs killt, einfach einen Haufen Loot mit. Und das ist nicht so geil. Heißt, ich loote gerne am Anfang sehr selektiv, also nur das, was ich wirklich haben will. Und im Verlauf des Raids fange ich an, wenn ich Richtung Exit komme. Je näher ich zum Exit komme, desto mehr oder je großzügiger loot ich. Meine Fresse, warum war das Wort gerade so schwer? Was soll die Idee? Weil da bin ich leicht, flexibel durch den Raid. Bin ich so traurig, wenn ich sterbe. Und Frust vorbeugen in Tarkov ist wichtig. Ihr werdet es merken im Verlauf. So,
Hustenbomber fertig gelutscht. Ich hoffe, ich habe deutlich genug gelabert. Ein bisschen Halsschmerzen deswegen. Aber gut. Ein guter Start. Ich denke, Level 2 haben wir schon, wenn wir rauskommen. Wir müssen also nur noch extracten. Ihr seht oben schon, der eine Exit ist angemacht worden. Der rote Exit wurde schon benutzt und ist weg. Also, es sind schon so viele Spieler raus wieder. Also, die Menge an Spieler auf der Map ist gerade so hart runtergegangen, dass unsere Überlebenschancen gerade so krass gestiegen sind. Und deswegen empfehle ich halt am Anfang wirklich chillen. Also, wir gehen jetzt zum Exit. Ich würde sagen, wir gehen... Es ist schwierig von hier aus. Crossroads oder... Smugglerboat. Ist beides nicht ganz risikofrei. Wobei ich denke, Smugglerboat haben wir die höheren Chancen. Easy. Also, das heißt wieder, was wollen wir wissen? Wir wollen... Das ist richtig scheiße gerade. Oh, da ist hier drin. Okay, den zweiten habe ich tatsächlich nicht gesehen, nicht gehört. Das war... Hui. Okay. Close. Eben ist ein bisschen dunkel. Ich könnte PostFX noch höher drehen, da Helligkeit. Aber es hilft nicht. In diesen dunklen Ecken ist einfach dunkel. Okay, das war close. Was ich gerne mache, bei Scavs und so, ich nehme die Waffe ganz kurz gerne ins Inventar und lege sie wieder weg. Ihr kriegt dafür EP und levelt euren Search Skill. Die Waffe nehme ich nicht mit, das macht mich zu schwer. Je schwerer ihr seid, desto langsamer, je weniger lang könnt ihr rennen, je mehr Lärm macht ihr beim Rennen und. Also überlegt euch, was ihr mitnehmt. Wir haben noch so einen langen Weg zum Exit. Jetzt schon alles vollstopfen. Na. Ich hoffe, wir lassen mich jetzt in Ruhe. Also, wir wollen wissen, wo sind unsere Extracts? Also machen wir die an. Wir haben da Rule of Roadblock. Ah, diese kacke Werbung immer. Rule of Roadblock haben wir und Smugglerboat. Die zwei. Also überlegen wir uns, wir sind aktuell hier, ne? Wir können jetzt entweder hier lang laufen, was halt eben nicht ganz risikofrei ist. Das ist ein Witz, oder? Gut. Also. Wir können hier lang laufen, wo es nicht ganz risikofrei ist. Oder wir können oben lang laufen, was halt auch nicht ganz risikofrei ist. Im Endeffekt, in Tarkov, es gibt nicht die richtige Entscheidung. Also, trefft Entscheidungen, lernt da draus. Ich persönlich halte die obere Route aktuell für besser, weil der Exit schon weg ist. Warum sollte man da hingehen, wenn der Exit weg ist? Deswegen halte ich die obere Route für besser. Aber pff, vielleicht sterben wir unterwegs. Who knows? Mit dem pinken Wurm Scav gekillt. Okay, das ist lucky. Er hat eine Shotgun, die wir brauchen. Mit dem Adapter, den wir brauchen. Eben, dass wir wissen, dass das kommt demnächst. Das ist richtig geil. Man könnte jetzt sagen, der müsste auch in Pouch. Und ich denke sogar, ja, wichtiger als ein Doc-Tag. Die Rüstung ist eine Frage. Die kommt dann bei Skier. Wir nehmen die noch nicht mit. Ich möchte zeigen, wie man das später machen kann. So. Easy. Wie gesagt, ich gehe jetzt oben lang. Kann richtig böse in die Hose gehen. Ist nicht garantiert, dass wir das überleben. Also das Ding in Tarkov. Also für die, die von Competitive Shootern kommen, ist halt nicht wie CS oder Valorant mit einem Timer und man kann Ecken clearen. Es gibt aber zu viele Ecken. Ihr könnt nicht alles überprüfen. Oh shit. Ich hab keine Ausdauer. Ein bisschen Glück ist in diesem Game halt auch Teil davon. Ja, die Ausdauer, die suckt richtig hart mit Level 1. Aber dass ihr Bescheid wisst. Also ihr spielt mit Level 1 einen 70-jährigen Rentner mit Asthma. Wird mit der Zeit besser, aber am Anfang... Im Movement, Peaken, das kommt alles in anderen Folgen, ist es dann einfach zu viel. Kann ich alles zeigen in der ersten Folge. Ich denke auch, das wäre komplett kontraproduktiv, zu viel zu erklären. Wir halten es bei den Basics am Anfang. Kommt alles mit der Zeit.
Dann rennen wir da vorbei, wo ich angeschossen wurde. Da gehe ich jetzt nicht mehr lang. Also gehen wir ein bisschen weiter außen rum. Weil ich nicht weiß, was da auf mich geschossen hat. Und weil es der Boss ist, habe ich absolut keinen Bock, den mit Level 1 zu probieren. Also ich habe, für die das interessiert, Ausdauer wurde ja stark gebufft. Es gab mal wirklich einen Vibe, da war die Ausdauer wirklich sehr, sehr bescheiden in Tarkov. Dann habe ich mir ein bisschen Spaß erlaubt und habe in real life das getestet. Also ich bin mit einem Rucksack und Gewicht da drin. Die gleiche Strecke wie mein PMC gerannt, um zu gucken, bin ich fitter als mein PMC. Für die es interessiert, wird dann auch verlinkt. War ein ganz lustiges Experiment. Eben damals war Stamina wirklich zu krass genervt. Mittlerweile geht's. Deswegen, ich denke, das ist einer der besten Wipes, die wir bisher hatten. Der Zustand vom Game ist echt gut. Naja, ich muss ein bisschen mehr auf die Ausdauer achten. Als auf dem Account. Wenn ihr im Offenen erwischt werdet, ohne Ausdauer seid ihr tot. Weil ohne Ausdauer wackelt dann der Scope. Also wenn ihr auf jemanden aimt und ihr habt keine Ausdauer, macht der Scope den da die ganze Zeit. Ihr trefft gar nichts. Also ohne Ausdauer im Offenen erwischt werden ist Ende. Deswegen auch beim Sprinten guckt, dass ihr irgendwie so ein Drittel, Viertel am Ende noch habt. Dann könntet ihr noch fighten. Und dann sind wir schon fast beim Exeter. Ersten erfolgreichen Raid. Ja gut, wir wollen jetzt noch nicht zu früh callen, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt richtig hart auf die Fresse am Exit, aber wir sind auf jeden Fall Level 2. Da liegt auch eine Leiche. Hier ist Blut, also hier ist irgendwas abgegangen. Yeah. Aber wir haben lange nichts gehört. Immer die Ecke checken, wenn ihr da durchrennt. Wenn die da gammeln, dann immer da. Und dann, das Feuer ist an. Ob ihr da durch könnt oder nicht, seht ihr daran, ob das Feuer an ist oder nicht. Wenn das Feuer brennt, könnt ihr durch. Wenn nicht, halt nicht. There we go. Erster erfolgreicher Exit. Ich laufe ganz gerne ins Feuer am Ende noch. Dann kann ich ein bisschen Stress Resistance leveln und so. Und Vitality brauchen wir später. So. Also ich würde sagen, erfolgreicher Raid. 4000 EP knapp. Also, gut. Was natürlich auch immer hilft, sind Teammates. Dazu haben wir einen riesengroßen Discord-Server mit 3000 Leuten. Da findet ihr Teammates, Hilfestellungen oder Tools, die euch im Raid unterstützen. Link wie immer in der Beschreibung. Eben hier kann man sich am Ende heilen. Ich würde es benutzen, gerade am Anfang zahlt ihr gar nichts. Bis irgendwie Level 4, 5. Deswegen, lauft einfach am Ende beim Exit ins Feuer rein oder so. Dann levelt ihr Vitality. Werdet ihr später brauchen. Also die Sachen hier, die werden uns in Stash komplett zumüllen. Also fangen wir an mit dem ersten Schritt, was Stash-Management angeht. Rucksäcke werden gestackt. Einfach alle ineinander stacken, die Rucksäcke. Und Rigs werden wir benutzen, um unser Hideout sauberer zu halten. Rigs haben die coole Eigenschaft, sie verbrauchen weniger Platz, als sie geben. Das Rig hier gibt 16, verbraucht aber nur 12. Heißt, vergrößert unseren Stash um eine Reihe. Heißt, die ganzen Hideout-Sachen packen wir da rein. Ich weiß jetzt schon, welche man braucht und welche nicht. Das kann man... Ich würde auch nicht empfehlen, dass ihr euch da eine Liste macht oder so. Macht einfach großzügig so. Verkauft, was ihr nicht gerade braucht. Es ist ein Lernen. Es bringt nichts, alles zu horten. Ja, vielleicht verkauft ihr dann was ihr gebraucht hättet. Dann ist halt so. Weißt du? Aber es bringt halt nichts, wenn ihr da alles irgendwie, wenn ihr so eine, ey, wenn ihr eine Liste ausdrucken möchtet mit allen Sachen, die man braucht, dann habt ihr so ein A3-Riesending hinter euch hängen. Ach, nee. Nö. Lass mal. Wir hatten wieder ein Scavy. Eine Schwester was. Yep, wir machen das konsequent, wir ziehen das durch. Ach du heilige Scheiße, das baut man ja gerne rein in sowas. Du meine Güte. Also da hinten wurde irgendwo... Habt ihr den Schatten gesehen? Der ist da über mir. Boy, you PMC? No, you're scared. Ui, that hurt.
You're Scav? Don't shoot, dude. I'm Scav. You know about Scav karma, right? I'm scared. You broke your leg? Oh, for fuck's sake. You need to heal? Yeah. No. What do you need? I only have against bleeding, sorry. No, I have two legs broken. Okay. Okay, wir müssen ganz kurz das Bleeding heilen. Dann heilen wir einen Torx. Wir haben noch eine Nate und dem Typen geht's auch nicht mehr gut. Da. Im ersten Prior im Fight heilen, zweite nachladen und dann erst weitermachen. Den haben wir. Nice! Das war sogar ein PMC Level 19. Ja, wir nehmen sofort sein Gear, dass wir Schutz haben. Jetzt müssen wir hier suchen, der bestimmt. Oh, hier ist er noch. Er ist gerade in Nate gerannt. Nö, er wollte von der Nate wegrennen und ist deswegen ins Offene gerannt, wo ich ihn abknallen konnte. Das war die Idee von der Nate. Im Nate sind Tarkov benutzt du nicht unbedingt um zu killen, du benutzt die mehr um Gegner aus der Deckung zu locken in Bereiche, wo du sie einfacher fighten kannst. Wir packen alles ein, wir machen Geld. Außer Tots Magazin, also da mache ich dann doch, da ziehe ich dann doch die Linie mit, das muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Für die Quest? Nö. Ich mach das beim Baby so, dass ich Sachen erst hole, wenn ich sie brauche. Ich habe keinen Bock. Ich will neuen Leuten in Tarkov nicht beibringen, hortet 350 Sachen im Voraus. Das ist furchtbar. Deswegen, ich mach's so, dass ich hole die Sachen, sobald ich sie brauche und zeige auch, wo sie sind. Dass man es eben nachmachen kann. Weil das ist nicht nachspielbar. Wenn ich in der Baby-Reihe alles loote, weil ich schon weiß, dass ich es dann in 3-4 Missions brauche, das... nee. Ja, noch eine MP-Shotgun. Also MP-Shotguns haben wir genug. Ja, komm. Wir könnten noch mehr looten, wir lassen's. Wir sind happy, es geht darum, Geld zu machen. Eben, ich will mit dem Scav... Das war zu hoch. Ich hab kein Splint. Das ist auch okay, dann zeigen wir, wie es aussieht, wenn du ein gebrochenes Bein hast. Wir gehen jetzt zum Exit. Ich will mit dem Scav nicht zu viel Zeit verbringen. Gut. Ja, da war ein Lego-Steinchen, auf dem ist er gelandet und hat er sich halt das Bein oder den Fuß geknickt, ja. Gut. Also, wild. Rüstung, die ist cool. Rabe ist Geld. Wir machen das Rig hier oben zum nächsten Rig, was wir verbrauchen. Wir stapeln alles, was ich direkt verkaufen will. Mach ich hier unten rein. Und der Rest kommt. Wie gesagt, es ist nicht optimal, was ich mache. Man könnte mehr Geld rausholen. Aber wie gesagt, solange man gut Geld hat noch, ist es nicht unbedingt nötig, dass wir hier, weißt du, maximal irgendwie tryharden jetzt und das maximal rausholen. Da spare ich lieber Zeit. Aber es kommt auf euch an, je nachdem, was ihr priorisiert. So, jetzt kann man nämlich hier noch eins machen. Hier machen wir Essen rein. So. Weil Essen zu kaufen ist teuer. Dormski 206 ist wichtig. Gut. So. Und die MP-Shotgun nehmen wir auch noch raus. Dann haben wir nämlich die Mission fertig. Gut. Gut. Sell all. Wir kriegen 81.000 Rubel. Tipptopp. Let's go. Normal. Gut. Also, dann können wir bei Prapo mal die Shotguns abgeben, die beiden. Eben die mit dem abgerundeten Ende will ich behalten, wegen der Mission. Kommt gleich. So. Search Mission und Checking. Ah, by the way, genau, ihr könnt die Locked Missions anzeigen. Dann seht ihr, wenn die
durch Level gesperrt sind. Machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal zu Mechanic. Gunsmith Part 1 und damit kommt Introduction und damit kriegt der Jäger. Das ist wichtig. Und eben hier muss man einen P-Shotgun modden. Deswegen habe ich das hier behalten. Die hier, weil das ist ein Teil, was man braucht und das da vorne auch. Wenn ihr so, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, um das Wiki vorzustellen. Wenn ihr irgendwo nicht wisst, weiter wisst, geht ins Wiki. Und jetzt zum Beispiel Gunsmith Part 1 brauchen wir gerade, ne? Also suchen wir danach. Und eben deswegen Game of English hilft, weil es hat alles auf Englisch. Und hier sehen wir, was wir brauchen. Also wir brauchen eigentlich nur noch das hier. Das MP133 Custom Plastic 4-Stock with Rails Grip Thingy Dings. Und das kann man bartern bei Mechanic für eine HDD. Wir haben aber keine HDD, also müssen wir die noch suchen. Dann hätten wir die Mission auch. Wiki ist auch ein super Tool. Auch mit der Mission hilft euch enorm. Spart viel Zeit. Aber easy, im Hideout können wir auch noch upgraden. Und wenn es grün ist, kann man es upgraden, dann macht es einfach. Und dann weiter geht's. So, wir gehen jetzt auf Woods suchen, Jäger. Der ist nämlich wichtig für den Anfang. Wir kaufen uns eine Mosin. Ich habe auch ein Video zum besten Starting Gear. Also wenn ihr nicht sicher seid, was zur Hölle soll ich spielen. Auch ein Video auf dem Channel. Wird auch verlinkt. Keine Sorge. Here we go. Tschu. Jetzt, Woods ist orientierungsmäßig ein Albtraum für Anfänger. Also ich bin jetzt beim Scaff-Haus gespawnt, aber ich weiß das, weil hier sind Minen. Und ich kenne die Gegend, aber sonst ist echt schwierig. Was ihr suchen wollt bei Woods ist irgendwo eine Map-Limitierung. Entweder Minenschilder oder Wände. Und dann irgendein zweites Objekt, was euch hilft. Wie zum Beispiel, wenn wir diesem Rand jetzt entlang laufen, sehen wir dann das Haus hier. Mit diesem Haus wissen wir Map Genie Woods. In diesem Haus wissen wir, wir sind hier. Das ist das Scaff-Haus. Das wird am Anfang Zeit brauchen. Und Sturman ist hier. Der Boss ist hier. Das erkennt man an dieser Schussfolge. Das ist eine SVD. Und das sind drei Warnschüsse. Die schießt er immer, wenn er da ist. Jemand kommt zu nah, schießt er drei Warnschüsse. Das war der Boss. Oh mein Gott. Also. Wir sind hier. Wir müssen dahin. Auf die andere Seite. Ich hätte ja gesagt, wir laufen einfach unten lang. Aber da der Boss da ist, können wir das sowas von vergessen. Das können wir sowas von vergessen, da durchzurennen, wenn der Boss hier drinnen sitzt. Also würde ich sagen, wir laufen hier oben rum. Kleinen Umweg. Und eben Woods ist wirklich, Woods ist Hoffen. Ihr könnt begrenzt was machen. Ihr könnt euch überlegen, like, ja, wo sind die anderen Spawns und so, aber im Endeffekt, ihr seht, also ja, wenn jetzt angenommen, Sniper sitzt schon in Stellung vor mir, ist irgendwo auf dem Stein, dann was soll ich machen? Ihr könnt nichts tun. Wenn ihr jetzt da vorne rennt und sagen wir, da vorne ist nämlich ein Spawn und der sitzt jetzt irgendwo unter einem Baum, in einem Busch oder auf dem Stein, keine Chance. Ihr könnt nicht jeden Baum checken, selbst wenn, würdet ihr ihn nicht sehen. Das heißt, auf solchen Maps ist halt wirklich einfach Zeit lassen hilft, um die Überlebenschance zu erhöhen. Plus vielleicht nicht dahin gehen, wo so viel Lärm ist. Das zieht Spieler an. Ja, siehst du, da ist eine. Bunk. Den gehen wir garantiert nicht looten. Dahin gehen und looten ist halt so eben. Wenn da einer sitzt noch, dann kriegt den Instant Header. Woods, Ladies and Gentlemen. Shoreline genau das gleiche Problem. Lighthouse eigentlich auch. Das sind so Maps, da müsst ihr einfach ein bisschen Glück mitbringen. Also wenn ihr einen Talisman habt oder ein Glücksarmband oder eine Glücksunterhose, guckt, dass das am Start ist. Und das sind so Flächen auf Woods, by the way.
wo ihr gucken müsst, dass ihr Ausdauer habt. Weil eben, ey, wenn irgendeiner da oben sitzt oder da hinten oder in den Bäumen und ich habe keine Ausdauer, wenn jetzt auf mich geschossen wird, dann seid ihr tot. Der Sniper-Scav ist da. Oh, er geht gerade. Okay, wir können unter dem Sniper-Scav durch. Ist eigentlich ganz cool, weil wenn der noch steht, ist wahrscheinlich kein Spieler hier. Ey, man, ihr hört's, der Boss ist da irgendwo im Fighten, da beim Sägewerk, also... Wir gehen da nicht hin. Mit einer Mosin müssen wir das nicht probieren. Das ist ganz gar nicht gut. Lass uns mal da einfach eine Treppe machen. Ey, wir können noch kurz gucken, ob wir den Sniper-Scav nicht holen können für das Scoop. Oh mein Gott. Oh nein. Ach du heilige Scheiße. Okay, der war richtig sauer, der Mann. Jetzt müssen wir sofort hier weg. Wir haben so viel Lärm gemacht. Aber ein SVD mit 6er Scope. Übelst gut im Anfang. Aber meistens haben die eher so eine SKS oder sowas, ne? Das ist echt ein bisschen extraordinär, dass wir da eine SVD kriegen. Egal, ich will hier weg. Wir haben eine Silent... Fast ein Bein gebrochen. Wir haben eine Silent-Waffe gehört. Gar keinen Bock, die zu fighten. Er wird definitiv besseres Gear haben als wir. Okay. Ich werde nicht mal den Scav erschießen. Der Scav... Es macht nicht immer Sinn, Scav über den Haufen zu schießen. Auch wenn man kann. Ja, sie geben EP und alles, aber... sind auch super Wachhunde. Wenn der Scav da erschossen wird gleich und ich höre einen Schuss oder so, dann weiß ich halt, okay, ein Spieler ist dort. Und mit dieser Information kann ich dann einschätzen, welche Route der nimmt. Wenn ihr aber jeden Scav einfach über den Haufen schießt, den ihr seht, dann macht ihr halt Lärm und jeder weiß, wo ihr seid und ihr habt keinerlei Info. Denke ich, lasse Scavs gerne manchmal leben. So, hier ist der Stand. Das Early Wipe manchmal ziemlich anstrengend, das Ding zu holen. Weil alle wollen dahin. Und dann gehen wir Richtung Exit. Eben, es ist viel Zeit vergangen, der Boss war da. Ich denke, viele Leute sind an dem gestorben. Der Lärm wird die angezogen haben, die ganzen Spieler. Ich rechne nicht mit viel Gegenwehr noch jetzt. Ja, esse. Ach egal, besser als nix. Vielleicht ist ja der Bunker offen. Ist er halt tatsächlich. Ihr seht das an dem grünen Rauch. Dann ist er offen. Und wir haben ihn. ZP-16. Aber ein bisschen Schiss. Weil wenn einer drinnen ist, sind wir so hart im Nachteil mit einer SVD. Wir haben nur eine Rauchgranate. Ja, RIP. Müssen wir hoffen. Wenn ein Spieler drinnen sitzt, haben wir nicht so gute Chancen. Da ist wieder unser Spieler. Okay. Nice! Looten wir noch kurz, was hier drinnen ist. Notfalls für Geld, ist ja egal. Eben das meine ich. Also, Anfang loot ich sehr, sehr wählerisch. Und jetzt loote ich alles. Also, wir sind direkt am Exit. Schlimmstenfalls verkaufen wir es direkt. Aber ist ja egal, jetzt können wir auch mit Schrott kurz im Rucksack da die paar Meter laufen. Und wir wollten halt nicht mit Schrott im Rucksack über die halbe Map laufen. So. Easy! Nice Raid. Easy, easy. Tamam, tamam. Ah, stimmt. Verkaufen, ne? Ihr wollt eine Reihenfolge durchgehen. Ihr geht zu Therapist, verkauft, was sie nimmt. Ihr geht zu Mechanic, verkauft, was er nimmt. Dann geht ihr zu Rackman, verkauft, was ihr nicht haben wollt und er nimmt. Und dann, wenn die drei das nicht wollen in der Reihenfolge, dann ist relativ egal. Aber ihr wollt zuerst Therapist. Die gibt die besten Preise auf die meisten Items.
die Sachen, die Therapist nicht nimmt, gibt euch Mechanic die besten Preise. Und die Sachen, die Mechanic nicht nimmt, gibt euch Rackman die besten Preise. Ich will einfach so runter am Anfang, ist am einfachsten. Die drei. Ihr müsst auch Umsatz machen bei den anderen, aber das kümmert uns dann nächstes Mal. Easy, dann geben wir mal das Briefchen ab. Und damit schaltet sich Jäger frei. Und das Coole an Jäger ist halt, er verkauft uns die Shotguns, die wir brauchen. Er verkauft uns Rifles. Da können wir sogar Scopes draufschrauben. Das ist halt schon geil. Da werden jetzt ein paar Leute aufschreien, aber die Mosin wird verkauft. Ich möchte mir so gut es geht daran halten, was andere Leute halt auch spielen könnten. Ne? Eben, wenn ihr jetzt zum ersten Mal spielt. Ich möchte halt nicht, dass, sagen wir, ich habe einen ersten Raid und ich habe richtig guten Raid und dann habe ich eine Meta im 4. Da will ich die nicht spielen, weil der versucht, diese Reihe nachzuspielen, wird keine Meta im 4 haben. Entsprechend halte ich mich an das Gear, was ihr dann auch hättet. Das ist so ein bisschen die Idee. Wird Abweichungen geben, aber so im Großen und Ganzen ist das die Idee halt. Gut. Jetzt hier gerade auch Missions. Die machen wir einfach nach und nach. Aber nicht. Der will essen. Und Jäger nimmt Messer. Also bei Jäger kriegt ihr gut Geld für Messer, extra, einfach alles, was in den Midi-Slot reinkommt. Ist allgemein ein cooler Tipp. Haltet den Midi-Slot frei. Wenn ihr im Raid seid und ihr findet irgendwie ein Messer von einem Scav, nehmt das da rein. Wenn ihr sterbt, das geht nicht weg. Der Slot hier ist auch geschützt. Wie der da. Könnt ihr die verkaufen. Sind immer ein paar tausend Rubel extra. Oh, stimmt. Was ich am Anfang noch hätte erwähnen sollen. Die Standard-M4s, die kann man cool modden. Man kann nämlich den CH-Handle da wegnehmen. Den Rear-Side-Carry-Handle. Da kann man zu Peacekeeper gehen. Das Aimpoint Micro kaufen. Ja, Moment, da musst du erst Dollar kaufen. Aber wir brauchen dafür circa 250 Dollar. Das entspricht 38.000 Rubel. Ist nicht gerade wenig. Können wir das kaufen? Dann brauchen wir ein Aimpoint Microspacer und ein Aimpoint Standard Mount. Kann man nämlich das da drauf machen, das da drauf machen und tada. Ihr habt eine M4 mit einem kleinen Scope, für die, die gerne mit dem Visier spielen. So als Tipp nebenbei. Das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen und viel Erfolg.